Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum Mehr Demokratie. Wir sind in einer Zeit, wo wir bürgerstärkere Entscheidungen einbeziehen müssen. Das sind direkte Entscheidungsmöglichkeiten, wie wir sie in Ländern kommunal haben. Auf Bundesebene ein Instrument, mehr Demokratie zu etablieren. Die FDP ist seit langem für Volksentscheide. Sie ist nicht bei jedem Thema dafür. Ich sage das in aller Ehrlichkeit. Ich wäre zum Beispiel nicht für eine Volksentscheidung über die Todesstrafe. Taxifahrer ermordet. Das Empfinden ist für die Todesstrafe, falscher hingerichtet, das Empfinden ist dagegen, aber für andere Fragen sehr wohl. Wir waren auch damals dafür, dass man bei der europäischen Konstitution neue Strukturen zu schaffen, eine Bürgerentscheid, Empfinden als Volksentscheid für die europäische Entwicklung mit einbezieht. Das ist ein Instrument, was die derzeit zum Teil gestörten Beziehungen zwischen Politik, zwischen Administration und Bürger, wir sehen es ja auch bei Infrastrukturprojekten, überwinden kann. Deshalb gehört diese direkte Demokratie als ein Instrument dazu. Wir wissen, unsere Schweizer Nachbarn haben das sehr ausgeprägt. Wir haben es gesehen, auch bei Stuttgart 21 gab es einen Volksentscheid, der ganz anders ausging, als man in Stuttgart selbst auch als Betroffene vom Bahnhof es gesehen haben. Die den Bahnhof nicht wollten, der Volksentscheid war dafür. Deshalb ist es richtig, dass man auch solche Instrumente entwickelt, auf den Weg bringt. Sie sollen eine gewisse Repräsentation haben. Vielleicht muss man sie auch mit Überlegung, dass eine Mindestbeteiligung erforderlich ist, damit sie volle Wirkung entfalten, mit auf den Weg bringen. Aber jedenfalls sind wichtige Impulse, das zu machen, was wir mal in sozialliberaler Koalition angesprochen haben, mehr Demokratie zu wagen.